Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen. Ihr seht, ich habe heute mal was anderes an wie sonst. Mal weiß, unglaublich, und grün. Grün ist ja sogar meine Lieblingsfarbe, aber das ist jetzt was anderes. Noch einmal servus. Der Wochenplan. Ich habe mir einen Plan für jeden Tag bzw. jede Woche gemacht. Immer eine Stunde täglich auf Juno und auf Hitbox. Ihr versteht schon, was ich meine, denke ich. Des Weiteren kommen Montag, Mittwoch und Freitag Videos. Am Mittwoch kommt immer ein Drachenlord-Video. Das bedeutet ein Drachenlord-Format, ein Time of Metal oder ähnliche Sachen. GTA, das weiß ich leider noch nicht. Viele beschweren sich darüber, dass man es nicht anschauen kann wegen der GEMA. Ich habe euch aber im ersten Part damals gesagt, dass es definitiv so laufen wird, dass ich es ganz normal spiele, als würde ich ein Let's Play machen. Und es beinhaltet, dass der Radio an ist. Ich mache den Radio nicht aus, weil ich es nicht einsehe. Außerdem, GTA ist meistens so aufgebaut, dass man der Musik schon fast gar nicht entkommt. Kommen wir zu Vier Drachen und der Metal. Natürlich wird es mehrere Wochen dauern, bis die nächste Folge kommt, weil ich immer ein paar Wochen zwischendurch Pause möchte. Denn Vier Drachen und der Metal geht tatsächlich schon morgen an den Start. Ich plane einen 12 oder 24 Stunden Stream irgendwann im März oder vielleicht im April machen. Nun, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Drachen.